Hallo und herzlich willkommen, liebe Wanderfreunde, ich bin der Zapp. Ja, wir sind schon wieder eigentlich in der Nähe von Neuschwanstein. Wir gehen aber heute bei der heutigen Wandertour nicht zum Tegelberg rauf, sondern wir gehen zum Säuling hinauf. Ihr seht hinter mir viele Wege und viele Schilder und wir nehmen ja den Mittelweg eigentlich. Säuling von hier aus, wir sind hier gerade an der Bushaltestelle von Neuschwanstein. Säuling von hier aus 4 Stunden, wir haben es ungefähr 8:15, 9:15. Wetter ist ja ein bisschen bedeckt. Mal gucken, vielleicht klart sich es noch ein bisschen auf, wenn wir höher kommen. Ich melde mich wieder, wenn es was Interessantes zu sehen gibt. Ja, bis gleich. Ein Schild, guck mal. Säuling, 2,5 Stunden. Säulingshaus, 2 Stunden. Ja, das ist doch toll. Dann gehen wir diesen Weg. Ja, es ist ein bisschen bewölkt heute. Temperaturen haben wir. Was haben wir? Ich schätze mal so 8, 9 Grad. Natürlich nicht so durch die Kamera rüber, wie steil das ist. Es geht schon gut bergauf. Schaut euch das mal an. Sehr urig der Weg, oder? Sehr, sehr urig. Wow, wie steil das ist. Wow, wie steil das ist. Kommt natürlich nicht so durch die Kamera rüber, wie steil das ist. Es geht schon gut bergauf. Ein Baum.
mitten auf dem Weg. Ist ja super. Naja, ich werde den mal eben zur Seite räumen. Das ist schon stellenweise hier sehr, sehr knifflig hochzugehen, weil das alles ultra glatt ist. Die Wurzeln, die Steine, alles ist ein bisschen feucht durch die Nebel. Es ist alles ultra glatt. Aber das kriegen wir schon hin. Ah, mein Gott. Welche Aussicht! Warte, zeige ich euch gleich. Ich muss mal eben eine geeignete Stelle finden. Ja, das geht jetzt hier auch mächtig bergab. Sehr, 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 sehr steil, sehr glatt. Und rechts sehr, sehr tief. Ihr schaut immer schön geradeaus mit der Kamera, das ist auch toll. Und ich muss hier ein bisschen auf den Weg achten, damit das hier alles funktioniert. So, ich bleib mal eben kurz stehen. Sehr cool. Leider kann man nicht bis ganz runter gucken. Da ist nämlich das Lechtal. Das liegt alles unten im Nebel. Also einige Passagen, die sind da richtig, weil man hat da nur, naja, einen Weg, der ist einen halben Meter breit und teilweise auch nur Stufen. Sehr cool hier. Teilweise auch nur Stufen. Da passt gerade mal mein Fuß rein. Und deswegen verbunden mit dem, dass es nicht sehr glatt ist. Wir gehen also die ganze Zeit entlang der Felswand. Ich habe eigentlich schon gesagt, dass ich keine Angst habe.
wieder ein Schild. Meine Freunde, überall hier österreichische Flaggen. Säuling und Säulingshaus. Hier sind wir richtig. Hier wird es jetzt auch wieder ein bisschen waldiger. Ich hoffe mal, dass wir diese kritische Passage hinter uns gebracht haben. Sprach's und tappte gleich in die nächste. Kraxelei hier. So. Kraxelei. Ich hoffe, das kommt in der Kamera alles ganz gut rüber. Wo ist eigentlich mein Weg? Kann man mir mal meinen Weg zeigen? Geht's hier hoch? Und jetzt müssen wir jetzt dürfen wir nicht falsch laufen. Jetzt laufen wir im Kreis. Das wird total weh. Hier seht ihr überall die roten Punkte. Vor uns. Und das sieht schon super genial aus mit den ganzen Felsen hier im Wald. So, die Frage ist jetzt, rote Punkte, wo geht's jetzt hier weiter? Wo geht's jetzt hier weiter? Den roten Punkten folgen.
So, meine Freunde, und mit diesen schönen Eindrücken, mit dem säuligen Hintergrund, verabschiede ich mich von euch. Es war eine wunderschöne Tour, sehr kraxlig, aber landschaftlich total toll. Ich hoffe, die Kamera hat ein bisschen eingefangen. Wir sehen uns bei meiner nächsten Wandertour. Bis dann, euer Zopf.